Halden sind ein Überbleibsel längst vergangener Tage aus dem Bergbau. Es sind im Grunde große Hügel, bestehend aus abgetragenem Material. Die höchste Halde des Ruhrgebiets ist die 140 Meter hohe Halde Oberscholven. Früher gehörten die Halden einfach mit zum Gesicht des Ruhrpotts. Heute gibt es hier Kunst, Natur und Theater auf den Halden. Ein Beispiel ist Tiger und Turtle, der Magic Mountain in Duisburg. Ein Anziehungspunkt für Fotografen und Videografen. 880 LED-Lampen beleuchten die begehbare Achterbahn nachts und während der Dämmerung. In den letzten Jahren ist um die ehemaligen Zechen und Halden ein regelrechter Kult entstanden. Auf der begrünten Halde Haniel in Bottrop ist heute in 126 Meter Höhe ein Theater zu finden, das als modernes Amphitheater gestaltet ist. Auf der Halde Hohe Wart befindet sich das 45 Meter hohe Horizont-Observatorium. Auf der Halde Rheinpreußen befindet sich eine riesige begehbare Grubenlampe. Jede Halde hat ihren eigenen einzigartigen Charme. Um einige Halden kümmert sich die Natur persönlich. Sie begrünen sich von selber. Andere werden gezielt renaturiert und neu gestaltet. Für lange Spaziergänge oder Wanderungen sind die Halden jederzeit gut geeignet. Weitere Videos zum Thema Industriekultur, Zechen und Halden findest du auf meinem YouTube-Kanal. Weitere Informationen sind in der Videobeschreibung zu lesen.